So, hi Leute! Heute sprechen wir über ein ganz wichtiges Thema, was eigentlich nicht so oft angesprochen wird. Es geht dabei um Trainingspausen. Ja, was ist sinnvoll, was macht wirklich Sinn? Ne, wie gestaltet man so eine Trainingspause und wie lange sollte die sein? So, ich kann natürlich nur von mir sprechen. Also ich mache auf jeden Fall 2 bis 3 Mal im Jahr jeweils eine 2-wöchige Pause. Das heißt, in diesen 2 Wochen passiert eigentlich so gut wie gar nichts. Ne, dann gebe ich dem Körper einfach mal die Möglichkeit, sich zu regenerieren, ne, sich zu erholen. Weil es ist natürlich nicht nur eine Belastung für Knochen, Muskeln, Sehnen, ne, ist nämlich auch eine hohe Belastung, was ich immer habe, für das zentrale Nervensystem. Ne? Und das braucht einfach Zeit, um sich wieder zu erholen. Und deshalb mache ich, wie gesagt, 2 bis 3 Mal im Jahr, ja, maximal 3 Mal im Jahr, so eine Erholungspause von 2 Wochen. Und wie ihr jetzt alle erraten werdet, steht natürlich so eine Pause kurz bevor. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich dann ab morgen erstmal für 2 Wochen in Pause. In der Zeit wird nichts kommen, weil ich auch nicht da bin. Aber spätestens danach versuche ich dann wieder Vollgas zu geben. Ich habe komischerweise unmittelbar danach einen Wettkampf. Das wird sehr, sehr interessant, weil ich momentan überhaupt nicht in Form bin. Ich habe in den letzten 2 Wochen habe ich das Training so ein bisschen runtergeschraubt. Einfach mal, um so einen Cooldown zu kriegen, weil von jetzt auf gleich abbrechen ist auch blöd. Ne? Deshalb habe ich in den letzten 2, vielleicht sogar 3 Wochen einfach mal so ein bisschen peu à peu runtergefahren. Ne? Gehe dann auch nicht mehr direkt 4-mal die Woche, dann so runter auf 3-mal geschraubt, dann auf 2-mal und nehme seit 4 Wochen ist es jetzt, also 2 Wochen vom letzten Jahr, müssen ungefähr so 4 Wochen sein, nehme ich gar keine Supplements mehr. Ne? Sprich, ich nehme kein Eiweiß mehr, kein Kreatin mehr, kein Beta-Alanin mehr. Ne, das habe ich alles komplett runtergefahren. Und damit werde ich auch erst wieder, ich denke so Anfang September, werde ich damit wieder beginnen. Dann, ne? Das ist nämlich das Zweite. Was ich auch öfters mache, ist, also öfters im Jahr, dann kompletten Supplements einfach weglassen. Ne, weil meiner Meinung nach gewöhnt sich der Körper zu sehr daran und schaltet dann Eigenproduktion, denke ich mal, dann auch runter. Und um das wieder zu aktivieren, halte ich es für sinnvoll, dann wirklich das auch zu pausieren. Ne? Supplements mit Training, wie auch Training, ne, einfach mal weglassen. So, ich treffe mich gleich noch mit Walter. Wir machen noch eine kleine Einheit, so eine Schlusseinheit. Mal gucken, was bei rumkommt. Ne? Ich denke mal nicht viel, aber ist ja wie gesagt so ein kleines Abschlusstraining, bevor es in die Sommerpause geht. Ich nenne es jetzt einfach mal Sommerpause, auch wenn es nur 2 Wochen sind. Und ich hoffe, ihr gebt alle weiterhin Vollgas. Ne, wer eine Pause machen will, sollte sich das genau einteilen. Ne, da gibt es natürlich noch einen weiteren Punkt zu beachten. Wie sieht das aus mit Wettkämpfen? Ne? Macht ihr auch Wettkämpfe oder macht ihr nur reines Bodybuilding? Ne, ich habe mir meine Leistungskurven, also meinen Biorhythmus und alles mal genau angeguckt. Und ich sag mal so im Sommer, so jetzt so Juli, August, das ist genau so mein Tiefpunkt. Ne? Und natürlich lege ich dann da auch meine Pause ein, weil das macht am meisten Sinn. Ne? Kann ich wettkampfmäßig nicht so viel erwarten. Ich spekuliere dann lieber so auf Oktober, November. Da wird wahrscheinlich meine Hochzeit sein, wo ich dann meine Leistungsspitze erreiche. Und ich denke mal, da kann ich dann auch wieder voll angreifen und
Ne? Vielleicht sogar einen rausballern. Wir werden sehen. Ne? Also, da hatten wir jetzt eine Situation. Ne? Ist aber auch gut gegangen. In diesem Sinne, Jungs, bis später. Von der anderen Seite sieht gar nicht das Gericht. Keine Stange nehmen. Ja, genau gleich. Da hast du noch spätestens irgendwann deine erste Sage. Ne? Das zeigt dir zum ersten Mal auf jeden Fall. Ich habe mal ein Video gemacht, da habe ich auch kein Video gemacht. Ja? Ich habe gesagt, dass ich bitte. Ich habe ein Gewichtheber mal gemacht, ne? Das ist ein Fake-Video. Da wollte einer unten stehen. Lass die ganz unten sitzen. Und drei Mann quasi, der ist so gegeben, das Foto gemacht. Als das Foto dann entwickelt war, da gab es ja keine Digitalkamera. Da konnte man schön gar nicht sehen. Thank you.
verstehe es nicht. Da eigentlich auch nicht. Also, ich filme ja so ein bisschen von der Seite. Anscheinend wurde man